Alright. Willkommen zum 10-Freiheits-Freitag. Ich habe heute wieder ein tolles Thema mitgebracht, und zwar ein Buch von 1781 von Petrus Camper. Petrus Camper war ein holländischer Anatom und Arzt, der als erster in der gesamten Geschichte überhaupt über das Thema Zehenfreiheit geschrieben hat. Und er hat eine hochinteressante Illustration gebracht, nämlich die erste Dokumentation, dass ein Schuh nicht symmetrisch sein sollte, spitz vorne zulaufen, sondern asymmetrisch, sodass der große Zeh vorne Platz hat. Außerdem hat er dokumentiert, dass die Ferse nicht angehoben sein sollte. Petrus Camper, 1781, hoch beeindruckend, was der Mann damals schon recherchiert hat mit den Möglichkeiten. Ein großer Held von mir, weil er damals als erster das geschrieben hat. Ihr könnt mehr über ihn rausfinden auf unserem Instagram-TV-Kanal oder auf unserer Website. Ich sehe euch nächsten Freitag wieder. Bis dann. Ciao.